Also wir sehen hier die Brusthöhle. Oh ja, danke. Genau, was wir jetzt hier sehen, wir haben jetzt hier das Herz, das Perikard und hier kann man ganz deutlich erkennen die Aorta, also Aszendenz, Arcus Aorta und dann Aorta Descendens. Hier geht der Truncus ab, das ist ja beim Wiederkäuer, geht ja diese Plavia nicht extra ab, sondern erst vom Truncus. Dann sehen wir hier die Vena Atsugos, die jetzt hier hochzieht und auf der linken Seite in den Sinus Coronarius mündet und auf der rechten Seite mündet der Herz nahe in die Vena Cava Cranialis. Dann die Nerven, die man jetzt hier gerade noch ziemlich gut sieht, das ist hier einmal der Nervus Vagus. Der zieht jetzt hier auf der linken Seite, zweigt sich eben der Rekurrens ab, der zieht dann um die Aorta und auf der rechten Seite würde der eben um den Truncus costo cervicalis ziehen. Hier weiter, Nervus Vagus, der sich dann hier trennt, das kann man jetzt nicht ganz gut sehen, weil es nicht dargestellt ist, aber er teilt sich auf beiden Seiten in einen Ramus dorsalis und einen Ramus ventralis. Die schließen sich dann dorsal hier hinten zusammen und ventral auch. Und bilden dann jeweils einen Truncus und ziehen mit dem Ösophagus, das hier ist der Ösophagus, hier vorne auch, Ösophagus, ziehen mit dem Ösophagus durch den Hiatus Ösophageus in die Bauchhöhle und schließen sich dort wieder zum gemeinsamen Nervus Vagus zusammen. Hier ist der Nervus Phrenicus, der kommt ja von dem Ventralästen des 5., 6., 7. Halsnerven und der innerviert, also zieht hier rein und verzweigt sich hier und innerviert das Diaphragma. Dann, was hat man noch gesagt? Mach mal Pause gerade.